Wo trinken gehen, das ist ja so heutzutage Standard in den Cafés oder im Restaurant nach dem Essen. Latte Macchiato, 3,50 Euro, 3,80 Euro bis über 5 Euro, wenn Sie mögen, kein Problem auszugeben. Den machen Sie sich in Zukunft selbst. Und wie Sie sich den machen, das zeigt der Olaf Winter, unser Experte, unser Fachmann für den Multiquirl. Artikelnummer fürs Tagesangebot 872564. Tagesangebotspreis 17,98 Euro. Dafür kriegen Sie zwei. Das heißt also pro Quirl 8,99 Euro. Und jetzt gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Jetzt sage ich Ihnen was. Jetzt schauen Sie sich mal diesen leckeren Latte Macchiato an. Wir machen den nochmal. Auf drei geht's los. Moment. Auf null stellen. Wie schnell Sie Ihren Latte Macchiato machen, wollen wir Ihnen jetzt zeigen. 3, 2, 1, los. Ich kann mir sogar Zeit lassen dabei. Also damit gewinne ich normalerweise jede Wette. Meine Frau hat schon behauptet, ich wäre der größte Schaumschläger, den sie kennengelernt hat. Und ich denke mal, in der Beziehung stimmt's, weil da bin ich fertig. Also ich habe zu spät gedrückt. 10 Sekunden ist der Milchschaum für Latte Macchiato fertig. 10 Sekunden. Und jetzt schauen Sie sich diese Konsistenz mal an. Schauen Sie sich diese Konsistenz an. Das ist ein Milchschaum. Und das ist der perfekte Quirl dafür. Mit der 872564. 12.200 Bestellungen sind eingegangen mittlerweile. Seit 0 Uhr. Es ist aber erst 11 Uhr. Am 15. Juni haben wir das Tagesangebot ja schon mal gezeigt. Da war es um 14 Uhr ausverkauft. Und jetzt bereits wieder Türkis nur noch begrenzt zu haben. 12.240 Bestellungen sind es bereits. Und Latte Macchiato oder morgens der Kakao von meinem Sohn. Wenn der seinen Kakao selber mixen kann, selber quirlen kann, dann fängt für den der Tag glücklich an. Ja, warum soll man denn einen kleinen Jungen nicht früh morgens, wenn es so eine Kleinigkeit ist, glücklich machen? Da hat er Spaß, bis der Arzt kommt, wie man sagt. Vor allem, weil es schnell geht. Und es muss ja niemand auf irgendetwas aufpassen. Ja. Ja? Ich habe keine großen Elektrogeräte. Alleine, wenn ich einen Milchschaum mache mit einer Kaffeemaschine, die Vorheizzeit, bis die Düsen arbeiten, dann habe ich halt meinen Kaffee schon wieder auf. Was haben wir hier für einen Materialmix? Es ist Edelstahl, durchgängig Edelstahl. Aha. Bei dem bunten ist noch eine Silikoneinlage drin. Mhm. Ja, von der Optik alleine, von der Bedeutung her, sieht schön aus. Sieht schöner aus. Beim Arbeiten, was ich mal betonen muss, das ist ganz wichtig. Ich arbeite nur mit kurzen Bewegungen. Mhm. Ich nehme nicht den gesamten Weg nach unten und wieder nach oben. Das mache ich nur bei festen Sachen. Bei allen Flüssigkeiten, wo ich nur eben was unterhebeln möchte, ganz kurze Tippbewegung, reicht vollkommen aus. Schneller geht's doch beim besten Willen nicht. Also, das ist der wichtige Hinweis fürs Doing. Aber ganz wichtig ist natürlich auch eine Detailaufnahme einmal. Denn dieser Quirl ist anders als alle anderen. Den gibt's auch nur bei uns. Und das Detail, das versteckt sich hier unten. Diese kleinen Edelstahlkringelchen nämlich, die sorgen dafür, dass Ihr Milchschaum, das Latte Macchiato, wirklich so ein Hochgenuss ist, dass die Dips so perfekt gelingen, dass Sie auch einen Pudding in wenigen Sekunden quirlen können, ein Puddingpulver. Da steht dann auf der Anleitung 3 Minuten mit dem Elektroquirl. Wir machen das in 30 Sekunden. Was hat's damit auf sich? Warum sind die so wichtig, diese kleinen Rundungen? Das sind manchmal die feinen Dinge im Leben, die etwas wirklich wertvoll machen. Und dadurch, dass ich an jedem Punkt nochmal diese Verwirbelung erzeugen kann, zieht er sich um ein Vielfaches mehr an Sauerstoff in die Flüssigkeiten rein. Das heißt, das ist der Turbo für den Quirl. Mittlerweile nähern wir uns auch in der zweiten Farbe, nämlich in dieser orangefarbenen Version. Das ist ja so ein sanftes Orange. Ja? Nähern wir uns der Begrenzung. Neben Türkis. Türkis taucht am Horizont der Ausverkauf auf. Wenn Sie Türkis wollen, dann bitte jetzt bestellen. Und liebe Stammkunden mit PIN und Kundennummer, bitte so langsam aber sicher auf Q-Tel ausweichen wieder. Denn das nimmt schon wieder rasend zu. Alleine jetzt schon 5.500 Mal bestellt in dieser Sendung seit 10 Uhr. Also bitte jetzt flink sein. Und liebe Erstbesteller, Sie möchte ich natürlich ganz besonders darauf hinweisen, dass dies eine wunderbare Gelegenheit ist, QVC mit all seinen Variationen und Varianten und Möglichkeiten zu probieren. Denn Sie haben einen erstklassigen Artikel, der zu zweit kommt. Qualitativ auf höchstem Niveau, ein Edelstahlquirl per Hand. Sie brauchen keinen Strom, keine Batterien. Und dieser Quirl ist langlebiger, weil eben aus Edelstahl, als alles, was Sie ansonsten auf dem Markt kennen. Und er lässt sich leichter handhaben. Deswegen meine große Bitte, probieren Sie es aus. Wir geben Ihnen 30 Tage im Übrigen und den haben Sie täglich in Gebrauch.
Morgens Kakao. Kakao mit Löffel einrühren, gibt Klumpen. Muss nicht sein. Haben Sie hier zwei sogar. Wenn Sie sagen, nur zwei brauche ich nicht, dann haben Sie ein richtig schickes Geschenk für Ihre beste Freundin, für Ihre Nachbarin vielleicht, für nur 8,99 Euro. Also, nutzen Sie diese Gelegenheit des heutigen Tagesangebotes. Beim letzten Mal war es um 14 Uhr ausverkauft. Türkis ist begrenzt. Orange nähert sich der Begrenzung. Blick zur Uhr, es ist gerade mal 10 nach 11. Was machen Sie jetzt gerade hier? Jetzt haben wir einen Naturjoghurt genommen, ein bisschen Kirschen oder Marmelade, je nachdem, was man haben möchte. Mhm. So, und dann noch ein bisschen Milch dazugeben und so habe ich doch sofort einen Joghurtdrink. Ja? Das kann ich genauso auch mit Buttermilch machen, anstatt der normalen Milch. Dann haben wir so doch so in Windeseile fertig. Das, was man woanders vielleicht teuer bezahlen muss, geht hier in kürzester Zeit. Also, sogar etwas dickflüssigere Dinge, ein Nachtisch etwa oder Ähnliches, lässt sich wunderbar zaubern. Und auch das wieder. Nur in Sekunden Augenblicken. Das heißt, Nachtisch vergessen. Ja, wem passiert das nicht? Gäste eingeladen, Freunde eingeladen. An alles gedacht, Getränke besorgt, schön Aperitif und ist alles perfekt. Nachtisch vergessen. Blöd gelaufen. Kein Thema. Kein Thema. Innerhalb von 10 Sekunden haben Sie richtig schön was Leckeres hergequirlt. Das ist was Wunderbares. Cape June. Das ist auch wichtig. Weil für alle, auch wenn ich mit viel Flüssigkeit arbeite, der größte Fehler, den man ja normalerweise machen kann, wenn man auf die Flüssigkeit das Pulver gibt. Jede Frau, die backt, die macht erst die Zutaten, knetet und dann die Flüssigkeiten. Mhm. Hier mache ich es genau andersrum. Ja? Ich gehe einfach her, nehme halt den Messbecher genau nach Anweisung, nehme ich zwei glatte, gebe die komplett rein. So, und das sind vielleicht jetzt 5 Sekunden. Dann habe ich auch da den Cape June Drink perfekt angerührt. Und er ist auch sofort schaumig. Schauen Sie sich das an. Das geht mit keinem Grill. Grill sage ich schon, mit keinem Quirl. Und hier sind keine Klümpchen jetzt drin. Wenn ich ihn ganz langsam sieße. Das ist das Entscheidende. Schauen Sie mal, ganz schön langsam gucken. So, und jetzt meine Frage an Sie. Wenn Sie sich Ihr Cape June zusammenmixen, ist es dann so, dass Sie an den Schrank marschieren, sich Ihren Elektroquirl raussuchen, aus der Schublade, die Dinger, die man da reinsteckt, dann das Ganze in die Steckdose, große Schüssel nehmen, weil man muss ja, in so ein Glas kommt man ja nicht rein, in so einen kleinen Messbecher ja auch nicht. So, und jetzt mit dem hier, jeden Tag, ob Cape June, Kakao, Latte Macchiato oder was auch immer, auch Ihren schnellen Pudding, Paradiescreme, all das, was eben den Alltag so auszeichnet, naja, und natürlich die Leckereien. Der Milchschaum für Latte Macchiato. Das schafft er, und zwar in Windeseile, in wenigen Sekunden. Wie zum Beispiel hier, haben wir nochmal den Milchschaum gemacht. Jetzt aber Milchschaum verfeinern kann ich genauso machen. Das heißt, ich kann ohne weiteres Aromen dazugeben, ich kann Puderzucker mit dazugeben, ich kann vielleicht halt ohne weiteres auch Kaffee dazugeben und hebel das Ganze unter. Dadurch bekommt ihr das Ganze nochmal einen viel feineren Geschmack und vor allem... Warum soll ich denn viel Geld für etwas bezahlen, was ich selber für Centbeträge machen kann? Das ist der Punkt. Ich habe extra das Glas mal daneben gestellt. Das finde ich so super. Olaf, gucken Sie sich das mal an. Jetzt haben wir das Glas hier nochmal neu gefüllt. So, das hier, das steht jetzt schon seit 3-4 Minuten hier. Also, der fällt überhaupt nicht ein bisschen zusammen. Der bleibt stehen wie eine Eins. Und das... ist halt einfach Qualität. Das ist ein Qualitätsquirl. Und das finde ich so schön an solchen Ideen. So einfach und banal die Idee im Grunde ist, so weitreichend sind die vielen, vielen Vorteile, die ich dann von so einer Idee einfach im Alltag habe. Und das macht dann einfach riesen Spaß. Also wir zu Hause sind super begeistert davon. Meine Frau quirlt seitdem. Also es gibt, das ist gut, es gibt wieder mehr Nachtische. Das denke ich mir. Ja, weil es so leicht ist. Ja, früher mit dem ganzen Quirlerei, mit Elektro und Zeug und Gedöns, das kann man ja auch nicht in der Spülmaschine, ja, dann ist der Quirl dreckig, dann muss man den schön sauber machen. Der hier, sit, abspülen, fertig. Das könnte so, ist auch gut, ne? So ein Dreisatz. Sit, abspülen, fertig. Sit, abspülen. Es ist ja auch wirklich so. Kann man so. Vielleicht auch so einen Rap von machen. Sit, abspülen, fertig. Sit, abspülen, gut. Ganz kurz. Ist hier eine Beschreibung dabei eigentlich? Es sind auch ein paar Rezepte dabei. Zum Beispiel Vinaigrette, Milchschaum, Krepppfannkuchenteig. Also die sind auch nochmal aufgeführt. So, und jetzt habe ich hier nochmal die Milch aufgeschlagen. Das ist wirklich nur Milch. Ja. Dann habe ich halt einen löslichen Kaba mit dazugegeben. Mit Erdbeergeschmack. Waldfrucht kann man genauso nehmen. Und jetzt hebel ich das Ganze nochmal unter.